Und willkommen zurück zu Imperion. Wir haben ja in der letzten Folge herausgefunden, wie das hier mit diesem Bohrer funktioniert. Das geht ja richtig, richtig genial. Nachteil ist halt eben nur, dass ich nicht genau weiß, ob wir hier auch andere Erze bekommen. Aber weil die das Satium jetzt hier ein bisschen weniger ist. Gucken wir dann mal weiter. Ist halt wie gesagt wirklich schade, dass man es nicht auf dem Mond verwenden kann, sondern dass gesagt wird, innerhalb vom Planeten darf man es nicht verwenden. Ja, das ist halt schade. Weil die Abbaudrohnen kann man auch innerhalb vom Planeten verwenden, gell. Viel Satium, also ich glaube, damit haben wir jetzt in der nächsten Zeit erstmal ausgesorgt mit dem Satium. Hier einsammeln. Ja, wie gesagt, ich will dann hier oben in dem Asteroidengürtel noch rumgucken, ob wir hier noch andere Erze finden. Ich werde noch rumgucken, ob wir hier noch andere Erze finden. Schlecht wäre es natürlich nicht, weil so können wir das relativ schnell abbauen. Und müssen auch keine Ladungen produzieren. Ja. Ich glaube, das wird schon der Grund sein, warum wir nur ein Erz oder so hier oben finden werden. Wie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig, wir werden es sehen, wenn ich auf die Suche gehe. Kriegen wir das doch hier noch schön leer. Ich muss mal reingucken, wie viel wir überhaupt schon eingesammelt haben. Ne? Nicht, dass die Kiste plötzlich am Überquillen ist, gell? Ja gut, auch so viel haben wir hier noch nicht eingesammelt. So, das war's. Hier sind noch Büpfel. Gerade noch entdeckt. Da ist es. Schmilzt aber weg, gell? Haben wir den Asteroiden hier aber ziemlich gut ausgebeutet. Gleich mal reingucken, wie viel da überhaupt drin ist jetzt da.
Gut. Dann war's das. Dann wollen wir gleich mal gucken gehen, wie viel drin ist. Jetzt hier noch an Eisen finden würden, gell? Das wäre der Kracher. Gehen wir mal weiter auf die Suche. Kennt ja ungefähr, wie die jetzt aussehen, jetzt wo ich es weiß. Problem ist halt eben, wenn die eine andere Farbe haben, gell? Und wenn es halt nur Satiumbahnen sind, gell? Satiumerz ist. Ja, hier ist auch wieder einer mit Satium. Nun gut, dann wird es hier wahrscheinlich auch nur Sadium geben. Dann prügeln wir mal wieder auf nach Akur zurück. Und werden erstmal das Schiff reparieren. Oder besser gesagt reparieren lassen. Das macht ja unsere Reparaturstation. Weil dann können nämlich auch die Automatik-Miner weiter minen. Weil wie gesagt, mir hat ja immer jemand gesagt, dass ich nur, wenn ich auf dem Grid bin, dass es geladen wird. Wenn ich nicht da bin, wird das nicht geladen. Und das heißt, die funktionieren dann halt auch nicht. Ist eine Base. Haben wir die schon oder haben wir die noch nicht? Sieht aber so aus, als ob wir die schon haben, gell? Nein, die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. So, wo war denn jetzt meine Basis hier? Hier ist er. Und ich bin hier. Genau auf der anderen Seite. Gut, fliegen wir einfach mal hier weiter. Dann sollten wir da eigentlich hinkommen. Vielleicht haben wir ja noch Glück und finden dann noch mittendrin das dieses komische Dorf, was es hier wohl geben soll. Ich habe es wie gesagt noch nicht gefunden.
Also die habe ich schon mal gesehen, die Basis hier. Da habe ich schon mal versucht hinzukommen, aber war kompliziert. Man bräuchte dann nicht wirklich relativ große Waffen. Das Problem ist, ich habe im Kreativmodus die großen Waffen mal ausprobiert. Oder wollte sie ausprobieren. Dreimal durfte raten. Ja, kam die Fehlermeldung, auf dem Planeten nicht erlaubt. Oder kann auf Planeten nicht abgefeuert werden. Ja. Und da war ich dann natürlich bedient. Ach, hier ist der Mining Port. Den wir schon leer geplündert haben. Wieso gehört denn jetzt zu Admin? ADM ist doch Admin, oder? Der vorher auch schon zu Admin gehört. Kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Was sind das da hinten? Da waren wir schon gewesen, gell? Ja, die haben wir teilweise ja schon abgebaut. Gleich erstmal was essen müssen. So, müssen wir mal gucken, wo geht's denn jetzt hier zur Basis? Hier. Bisschen nach rechts und dann gerade hin. So. So muss man eigentlich direkt drauf kommen. Gibt's auch noch einige Stationen hier, die ich noch nicht kaputt gemacht habe. Dafür müssen wir dann aber wahrscheinlich schwerere Geschütze hier drauf bauen. Das Schiff. So, jetzt landen wir hier. Stückchen zurück, Stückchen zur Seite. Okay, so. So. Jetzt kann man Strom ausmachen. So, und jetzt müsste eigentlich anfangen zu reparieren. Da, seht das. Jetzt wird repariert. Jetzt haben sie mir natürlich hier vorne den Fuß weggeschossen, ja.
ich dann nochmal hinbauen. Ist auch nicht das Problem. Mach mal in der nächsten Folge. Alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss.